Sag mal, was wisst ihr eigentlich über Fuck You Goethe Teil 3? Nichts? Na, dann lasst uns mal drüber reden. Und dann willkommen zurück zu am nächsten, was wir wissen, und zwar hier Fuck You Goethe 3. Und wir fangen direkt an mit Punkt 1, dem Release-Datum. Der Film Fuck You Goethe 3 erscheint noch dieses Jahr, und zwar am genau 26. Oktober 2017. Das wurde vor ein paar Tagen von Elias Mbarek himself bestätigt, unter anderem auch noch ganz viele andere Dinge, denn zum Beispiel Punkt 2, der Titel des Films. Gut, offiziell heißt er nicht so, aber er hat es geschrieben, Hashtag Final Fuck. Und das wäre ein sehr, sehr witziger Titel, aber wir haben ein Problem, was dieser Titel mit sich bringt. Denn mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird das dann der letzte Teil der Trilogie sein. Nicht nur, weil das Ding halt Final Fuck heißt, also finaler Fuck, Ende, Final, ne, vorbei, sondern auch, weil der Regisseur Bora Daktekin gesagt hat, dass die Trilogie so endet, wie sie begonnen hat. Und das schließt einmal darauf hin, dass es ein Ende der Reihe sein wird und dass sich Elias Mbarek danach auf neue Teile konzentrieren wird. Ich persönlich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh drum, denn der zweite Teil war nicht so gut wie der erste und ich freue mich einfach, wenn diese Reihe mit einem super Finale zu Ende gehen würde und dann vielleicht ein paar neue Ideen aus dem Hause Mbarek kommen könnten. Aber natürlich klar, der Film wird wieder richtig viel Geld in die Kassen bringen. Warum denn nicht also den vierten machen? Kann ja immer sein. Punkt Nummer 3. Wir wissen, wer wieder mit dabei ist. Und zwar ist es unter anderem fast der komplette Cast. Wir haben Caroline Herford als Lisi Schnabelstedt. Wir haben Jelle Hase bestätigt als Chantal. Das war ja nicht unbedingt so sicher die ganze Zeit. Aber sie ist wirklich mit dabei. Wir haben Max von der Groben als Danger und natürlich Elias Mbarek als Seki Müller. Dazu kommen natürlich auch wieder Katja Riemann und Uschi Glas, jeweils als Gerster und Leimbach-Knorr. Und auch die Regie übernimmt erneut Bora Daktekin. Punkt Nummer 4. Skript ist soweit fertig. Wir haben auch ein Bild davon bekommen als Beweis. Unter anderem hat auch an dem Skript übrigens der Bora Daktekin mitgearbeitet. Und Produktion bzw. Drehbeginn soll laut Konstantin-Film Mitte März sein. Auf dem Skriptbild sehen wir übrigens auch den Titel, auch nochmal hier Final Fuck, wird also wahrscheinlich oder mit höchster Wahrscheinlichkeit der offizielle Filmtitel sein. Einzige Frage, die jetzt bleibt, ist, worum geht's eigentlich? Na gut, da gibt es jetzt nicht unbedingt was Offizielles, aber es gibt einige Theorien und die interessanteste finde ich, dass wir wirklich wieder zurückgehen auf die Schule und dass Seki Müller versucht, die Klasse 10b, oder mittlerweile wahrscheinlich 11b, also seine schwierige Klasse, durchs Abitur zu bringen. Und das könnte witzig werden. Ja, aber das war's leider schon. So einen ersten Trailer erwarte ich persönlich nicht vor Mitte Mai, sag ich mal unbedingt. Mal sehen, wie schnell sie so mit dem Film und Schneiden, alles was so da halt zugehört, hinterherkommen. Was meint ihr nun zu Final Fuck? Eure Meinung unten in die Kommentare, ich kommentiere gerne mit. Und natürlich auch weitere Vorschläge, die ich in meine Liste packe zu was wir wissen. Zu Filmen, die eventuell noch kommen. Und es wird natürlich auch Updates geben zu anderen, was wir wissen. Aber da warte ich so ein bisschen, bis ich was zusammensammle. Sonst macht das Video keinen Sinn und ist nach 30 Sekunden vorbei. Deswegen bedanke mich bis zum nächsten Video. Freue mich auf ein grandioses, neues, geiles Video. Bis dann, Leute. Und Cut.